Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir über einen der wichtigsten Punkte reden, den selten ein Flirtcoach erwähnt, wenn es darum geht, was wirklich wichtig ist, um anziehend auf Frauen zu wirken. Schön, dass du wieder da bist, hier am Sonntag. Freut mich, dich wieder hier zu haben. Heute soll es um eine Sache gehen, über die weder ich noch viele andere Flirtcoaches, die ich gesehen habe, oft gesprochen haben. Wie gesagt, ich selbst habe das Thema auch noch nicht angeschnitten, aber es ist enorm wichtig. Ich habe es vielleicht mal nebenbei angeschnitten. Wir haben in anderen Kontexten drüber gesprochen, aber noch nie uns diesem Thema spezifisch gewidmet. Mit diesem Thema haben öfter jüngere Männer Probleme, ältere Leute oder ältere Männer eher weniger, aber das muss nicht so sein und auch jüngere Männer können dieses Thema meistern. Man muss sich da nur aktiv hinbewegen. Wovon rede ich? Ich rede davon, dass es sehr attraktiv ist und dir bei vielen Frauen weiterhelfen wird, egal ob du auf eine langfristige Beziehung oder auch nur auf eine sexuelle Sache aus bist, wird es dir weiterhelfen, wenn du ganz klar weißt, was du A von Frauen willst, aber auch B von dieser speziellen Frau willst und das auch kommunizieren kannst. Und das ist eine Sache, die fehlt ganz vielen Männern oder viele Männer werden verwirrt durch die Pickup-Community und das, was dort gelehrt wird. Denn dort wird sowas gelehrt wie, sag auf keinen Fall, was du willst, sei ganz subtil und ja, fahr unter dem Radar und sie darf nicht merken, was du eigentlich von ihr willst, denn wenn sie es merkt, dann sinkt ihre Anziehung oder irgend so ein Quatsch. Das ist vielleicht eher die weibliche Herangehensweise, dass die Frau so ein bisschen so ein passiveres Flirten hat. Hat mit der männlichen Herangehensweise an Flirten nicht besonders viel zu tun. Du sollst natürlich ganz klar wissen, was du möchtest, wo du hin willst und sollst es dann auch ganz klar kommunizieren. Ne? Wir haben öfter schon darüber geredet und deswegen sage ich, wir haben schon mal darüber geredet, dass ein Mann wissen muss, wo es für ihn im Leben hingeht. Dass du einfach eine Vision, eine Reise, ein Ziel brauchst, das dich antreibt, das dir quasi einen Stern gibt, dem du folgen kannst am Nachthimmel. Das ist eine ganz wichtige Sache und hier ist es das gleiche Prinzip, denn wie wir auch oft schon erwähnt haben, sucht die Frau, ganz egal, ob es jetzt um eine lange Beziehung geht oder um was Sexuelles, sucht sie nach einem Mann, an den sie sich anlehnen kann. Einen Mann, der weiß, wo er hin will, wo er mit der gemeinsamen Beziehung hin will, ganz egal, ob es rein sexuell oder mehr ist. Und das kannst du nicht wissen, beziehungsweise an diesem Punkt kannst du nicht kommen, wenn du nicht weißt, was du von dieser speziellen Frau willst. Und ich sehe das immer wieder mit Männern. Ich habe viele Männer im Coaching, mit denen ich immer wieder an Problempunkte stoße und denen ich dann die Frage stellen muss, was willst du eigentlich von dieser speziellen Frau? Oder die Frauen stellen dem Mann die spezifische Frage, was willst du eigentlich von mir? Was soll das hier sein? Was soll das hier werden? Und ich habe schon mit vielen Frauen darüber geredet und viele Frauen haben mir erzählt, dass das der Knackpunkt war, wo sie gemerkt haben, hey, dieser Mann weiß überhaupt nicht, was er will. Das war der Knackpunkt, wo sie gesagt haben, okay, den treffe ich nicht weiter. Und wie gesagt, es bezieht sich hier nicht nur auf, was willst du vom Leben? Natürlich solltest du das auch wissen und danach streben, das herauszufinden, sondern es geht auch darum, was willst du von der Frau? Und hier ist beides in Ordnung. Na, du kannst eine Beziehung von der Frau wollen, du kannst aber auch einfach nur was Sexuelles wollen. Es ist in Ordnung, beides ist okay und du kannst beides auch so kommunizieren. Und je direkter und je, naja, ich sag mal, mit mehr Überzeugung du das kommunizieren kannst, desto besser kommt das an. Eine Frau hat großen Respekt vor einem Mann, der einfach ganz klar sagen kann, hey, das ist es, was ich will, auch wenn sie vielleicht nicht das Gleiche will. Ne? Also das ist keine Manipulationstechnik. Ich sage jetzt nicht, sag, was du willst und dann kriegst du jede Frau, sondern ich sage, sag, was du willst und dann wirst du tatsächlich die Frauen finden, die zu dem passen, was du willst. Denn darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass du jede Frau bekommst, es geht darum, dass du dann die passenden Frauen findest und die unpassenden Frauen auch aussortierst. Naja, wie gesagt, ob es jetzt eine Beziehung ist oder was rein Sexuelles, ist egal. Also mach dir Gedanken auf Ebene A, was möchte ich denn generell von Frauen? Beispielsweise, jetzt als Beispiel, ich möchte eine feste Beziehung. So, und jetzt mach dir Gedanken darüber, was möchte ich speziell von dieser Frau. Weil es kann ja sein, auch wenn du jetzt eine feste Beziehung möchtest, dass du zwischendrin mal eine Frau kennenlernst und es ist viel Anziehung da. Du findest sie einfach sehr heiß und ja, möchtest mit ihr schlafen, aber möchtest keine Beziehung von ihr. Merkst halt, okay, in die Richtung passt es mir nicht. Dann ist es auch in Ordnung, wenn du von dieser speziellen Frau nur was Sexuelles möchtest, wenn du es eh so kommunizierst und trotzdem an deinem obergeordneten Ziel weiterarbeitest. Das ist ganz wichtig und die wenigsten Männer sind sich darüber bewusst. Und ich möchte das heute mal nicht zu einem zu langen Video machen, sondern was ich viel mehr möchte, was auch viel mehr Sinn macht, ist, dass du heute mal in Handlung kommst in die richtige Richtung. Deswegen ist deine Aufgabe nach dem Schauen dieses Videos, dass du dich mal hinsetzt, für eine halbe Stunde, dir einen Timer auf dem Handy anmachst oder auf irgendeiner anderen Uhr und wirklich hinsetzt mit einem Blog oder etwas zu schreiben, meinetwegen auch mit einem Laptop und dir wirklich mal Gedanken über die Frage machst, was möchtest du generell von Frauen? Wo möchtest du hin mit diesem Thema? Und, das kannst du gerne auch machen, was möchtest du vielleicht von einer speziellen Frau, die gerade Teil deines Lebens ist? Aber es geht mehr um die erste
grundlegende Frage. Setz dich hin und nimm dich da wirklich selbst nicht vom Haken, sondern bleib so lange, bis die 30 Minuten rum sind. Schreib einfach, schreib deine Gedanken auf, schreib so lange, bis du zu einem guten Punkt kommst und leg den Stift auch gerne weg, wenn die 30 Minuten vorbei sind und du noch nicht so eine richtige, ich sag mal, ja, so ein richtiges Resultat daraus ziehen kannst, denn auch das ist in Ordnung. Es geht nicht darum, in einer halben Stunde rauszufinden, was du von deinem ganzen Leben und von Frauen willst. Es geht darum, sich dem Ganzen anzunähern. Und dafür musst du dich regelmäßig fragen, was willst du und bin ich auf dem richtigen Weg dahin? Du musst immer mal wieder gucken, immer mal wieder reflektieren. Wie war das so? Wie hat der mir das gedient? Ist das der richtige Weg für mich oder ist es vielleicht nicht? Und das machen die wenigsten Leute. Die meisten Leute, die unterschreiben halt diesen Vertrag im Sinne von, ich gehe den normalen Weg. Ich Uni, Studium, Ausbildung, Arbeiten, Frau, Kinder, Haus, Rente und dann stirbst du. So, und das ist in Ordnung. Also, das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, denn es ist natürlich noch deutlich diversifizierter, dieser Weg. Und es ist in Ordnung, diesen Weg zu gehen, wenn du zu der Einsicht gekommen bist für dich selber. Okay, ich möchte diesen Weg gehen, aber um zu dieser Einsicht zu kommen, musst du natürlich erstmal ein bisschen reflektieren und dir auch Gedanken darüber machen. Und das ist deine Aufgabe. Das heißt, das Video endet an dieser Stelle und deine Aufgabe, schreib mir in die Kommentare, ob du sie gemacht hast, schreib mir, was du daraus gezogen hast, schreib mir, was deine Conclusion daraus war. Deine Aufgabe jetzt, 30 Minuten, setz den Timer, mach es einfach, mach nicht dieses Video aus und tu es nicht, mach nicht dieses Video aus und geh zum nächsten YouTube-Video, mach erst die Aufgabe, die wird dich weiterbringen als 10 weitere YouTube-Videos, die du jetzt gucken kannst, denn du musst handeln und nicht nur in der Theorie unterwegs sein. Und wenn du mal in Handlung kommen willst, was das Frauenthema angeht, kannst du auch gerne zu mir kommen, in eine Coaching-Session mit mir, denn dann zeige ich dir, wie man Frauen auf der Straße kennenlernt. Das war's von heute. Wie gesagt, deine Aufgabe, los geht's. Schreib mir in die Kommentare, wie es war. Links neben mir abonnierst du den Channel. Hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Davon habe ich gerade gesprochen. Und hier unten rechts kommst du zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Das Video aber bitte erst gucken, wenn du die Aufgabe gemacht hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.